Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem erneuten Unboxing von einem 4K-Monitor und zwar dem Asus PB287Q 28 Zoll Bildschirm, das heißt 71 cm. Hier zeige ich gerade mal die Verpackung. Der ganze Bildschirm hat ist ein LED-Bildschirm. Eine Millisekunde Reaktionszeit, hat ein 1.2 DisplayPort, zwei HDMI-Eingänge mit MHL und ja, ein Eco-Modus, den ich noch nicht getestet habe. Genau, 16:9 Format, ganz normal. Hier, wie ihr seht, ich hole gerade das HDMI-Kabel, Stromkabel. Das ist die Garantie. Das kann man hinten reinstecken. Das ist der Standfuß. Was ich zu dem Stromkabel sagen kann, das hält nicht zu 100%ig. Also wenn man mal ein bisschen an dem Monitor rumdreht, weil den kann man auch drehen oder ein bisschen an das Kabel kommt, dann kann es sein, dass es auf einmal rausrutscht, weil es, man kann es fest reindrücken, wie man will, aber es bleibt nie richtig stecken. Also es geht schon rein, wenn man den Bildschirm dann nicht mehr bewegt, dann bleibt es auch schon drin, aber wenn man eine ruckartige Bewegung damit macht oder irgendwie drankommt, dann kann es sein, dass der Bildschirm ausgeht und da muss man halt nochmal das Stromkabel reinstecken. Ist jetzt nicht so schlimm, aber naja, hätte man auch besser lösen können. So, das ist das Stromkabel. Es ist nicht allzu lang, aber reicht wahrscheinlich für die meisten Leute. So, hier den Anschluss meine ich, den steckt man unten am Monitor ein. Und der hält nicht richtig. Bei mir zumindest. Das ist das Teil, wo man hinten in den Monitor stecken kann. So, was mache ich da? Das ist der DisplayPort 1.2. Das ist das Highspeed HDMI Kabel. Und das haben wir, da haben wir den Standfuß. Der ist matt, also keine Fingerabdrücke gehen da drauf, wie der Monitor auch, der ist auch matt. So, da ist der Monitor, der ist in so einer Folie verpackt, kennt man eigentlich von so Sachen. So habe ich versucht, den mal so raufzustecken, aber der hält halt gar nicht. Den schraubt man am besten, den leckt man am besten hin und schraubt man den Standfuß hinten drauf. Da habe ich mir eigentlich recht leicht getan. Ja, genau, was ich noch sagen kann, der Bildschirm läuft mit einer Auflösung, halt einer 4K-Auflösung und in 60 Hertz. Ich hatte am Anfang da Probleme, über Windows 7 mit 60 Hertz laufen zu lassen. Man muss dann, also wenn ihr eine Nvidia-Karte habt wie ich, habe ich halt herausgefunden, dass ihr bei Nvidia-Systemsteuerung, dann bei Display-Auflösung und dann gibt es da glaube ich einmal PC-Bildschirm und oben gibt es nochmal was anderes. Also wenn ihr oben, also ich glaube nativ oder so heißt es, da gibt es einmal 4K und dann gibt es PC-Bildschirm 4K. Und das, also das andere eben, nicht das PC-Bildschirm, nativ heißt es glaube ich, wenn ihr das auswählt, dann habt ihr nur 30 Hertz auf 4K und es läuft nicht so flüssig, mit der Maus und allem ein bisschen verzögert. Habt ihr auch nicht die eine Millisekunde Reaktionszeit und wenn ihr das auf PC 4K, also wie gesagt bei den Nvidia-Karten stellt, dann habt ihr eben 4K mit 60 Hertz und das läuft auch eigentlich echt gut bei mir. Hier, falls ihr den Bildschirm drehen wollt, müsst ihr den nach vorne beugen, also sonst schlägt er unten an dem Fuß an, wie ich jetzt auch gemerkt habe. Oben das Ding, das ist einfach nur so ein Kleber.
Da steht nochmal alles Wichtige drauf für den Bildschirm. So, den kann man halt drehen, wie man lustig ist. Man kann ihn nur in eine Richtung drehen. Also man kann ihn nach rechts drehen, nach links kann man ihn nicht drehen. Und man kann ihn nach oben und unten schieben. Und halt leicht nach oben drehen auch noch. Hier oben und unten. Also bis ganz runter und schon einiges hoch. Ja. Unten links am Bildschirm ist nochmal ein DisplayPort-Logo. HDMI und MHL steht da mal drauf. Rechts ist die Einstellungstasten. Das ist ein bisschen blöd gemacht, weil die vorne sind keine Symbole drauf und hinten sind die Tasten. Und wenn man jetzt auf eine drauf drückt, geht über den halt auf dem Bildschirm über den Tasten ein Fenster auf und dann muss man sich praktisch von hinten navigieren. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil man nicht weiß, welche Taste zu welchem Symbol gehört. Aber sonst passt es eigentlich. Auch noch wichtig, wenn ihr über den DisplayPort mit 60 Hertz betreiben wollt, den Bildschirm, dann müsst ihr unter Einstellungen beim Bildschirm, bei DisplayPort ist standardmäßig 1.1 eingestellt, und dann müsst ihr auf 1.2 umstellen. Das, ja, mehr müsst ihr da eigentlich auch nicht machen. Sonst eigentlich top 4K-Monitor. Da gezahlt 500 Euro. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.